Moin Leute und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge sind wir hier in Ledetschko ja noch angekommen. Und ich habe hier jetzt die Nacht gepennt. Ja, Fackel können wir, glaube ich, mal ablegen. Und ja, ich denke mal, wir können uns jetzt hier mal auf die Suche machen nach Stinker. Ah ja, hier war ja noch ein Questgeber. Gegenüber vom Gerber. Ist hier schon jemand? Oh. Wartebereich. Hier auch. Ah, das ist immer blöd, weil die Leute, die pennen halt immer echt so lange. Bis die dann hier auch rausgekrochen sind, ey. Da ist schon längst wieder sonst was, ey. Ah, vielleicht hätten wir auch gestern Abend die Leute in der Schenke einfach nochmal befragen sollen. Vielleicht wäre das auch noch eine Idee gewesen. Ist hier noch einer bei der Schenke? Eben waren da ja noch Leute. Ja. Möge Gott dich segnen. Stinker. Ich suche nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Das ist Hinek, der Sohn des Gerbers. Wo kann ich ihn finden? Gute Frage. Er ist hier nicht oft zugegen. Gott sei Dank. Du könntest es beim Haus der Seinigen versuchen. Ah, okay. Was kannst du mir über diesen Hinek sagen? Was ich dir sagen kann? Er ist nicht sonderlich beliebt. Keiner will mit ihm reden. Warum nicht? Ich tratsche nicht gern, aber er soll zwielichtige Gestalten kennen. Wie ist der Gerber so, Hineks Vater? Je seltener ich ihn zu Gesicht bekomme, desto besser. Nicht die beste Gesellschaft. Warum wird er eigentlich Stinker genannt? Was denkst du denn? Weil er ein Gerber ist, deshalb. Warum mögen ihn die Leute nicht? Der alte Gerber ist kein einfacher Mensch. Aber ein Sohn sollte seinen Vater nicht enttäuschen. Hinek hilft ihm nicht, weil er immer viel zu beschäftigt ist. Will gar nicht wissen, womit. Und redet wirklich keiner mit ihm? Diese Metze Adela gibt sich natürlich mit ihm ab. Eine Metze? Arbeitet als Zuba-Mädchen im Badehaus. Ist dasselbe. Oh. Okay. Alles Gute. Ja, da haben wir ja schon. Ja, hier beim Gerber. Ach, hier. Zubedirne. Und da ist leider das Spiel abgestürzt. Tja, das ist natürlich immer sehr ärgerlich bei dem Spiel, wenn das abstürzt. Also ich muss dazu sagen, das ist jetzt zum ersten Mal passiert, aber dadurch, dass man das Spiel ja nicht so, naja, mit Schnellsave und so speichern kann, durfte ich das jetzt eben nochmal alles machen. Das ist wieder ganz, ganz toll dann. Das mag ich mir besonders gerne. Und wir gehen jetzt mal hier zum Badehaus in der Hoffnung, dass die Krücken denn jetzt hier mal aufgewacht sind. Hey! Guten Tag. Weißt du noch was über Stinker? Anscheinend nicht. Ja, und die pennen hier alle noch, ne? Das ist super, ist das. Ich liebe das. Boah, Mann, ey, jetzt steh auf, ey. Ist eine Stunde warten hier, ey. Die Zossen hier nicht hochkommen. Die das, ja. Nein, sowas. Gott sei mit dir, werter Herr Ritter. Kann ich behilflich sein? Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt? Nö. Himmel, nein. Du scheinst nur die Einzige im Dorf zu sein, die sich mit Hinek trifft. Deshalb habe ich mich an dich gewandt. Wohl wahr. Ich habe ihn schon oft gesehen.
aber ich wüsste nicht, was ich dir über ihn sagen könnte. Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Aha. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Wer ist da? Wer ist da? Hör mal, Hinek ist mein Freund und ich muss wirklich wissen, wo er steckt und was er so treibt. Ich habe dir doch bereits gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist. Also dann geht er wohl bloß in den Wald, um Pilze zu suchen, was? Pilze? Was ist das? Nein. Er Hasen und anderes Wild. Also ist Hinek ein Wilderer? Was ist hier los? Keine Überraschung. Nun, er war dem ehrlichen Handwerk nie sonderlich zugetan. Weißt du, fragt er im Hintergrund die ganze Zeit, wo wer hier ist, Alter. Erzählt. Er sagte, dass er ein Versteck im Wald habe. Nur weil ich mich mit ihr hier erzähle, Alter. Wo es ist, hat er mir nicht gesagt. Was ist das? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Besoffen. Er kam immer mit Besoffen sind schon viel. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf. Halt die Fresse, ey. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Oh, das weiß ich nicht. Er redete von einem Kerl namens Lobosch, der gestorben war. Und er bedauerte, dass er mitgemacht hat. Sagte aber nicht, worum es ging. Und dass es das Geld nicht wert gewesen ist. Was ist das? Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war los? Sehr merkwürdig. Wegen des Geldes. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Was ist das? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Hast du dort nachgesehen? Was ist hier los? Nein! Ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Hey, wer ist da? Ist ja interessant, ey. Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Wer ist da? Oh, finde Stinkes Vorrat. Hey, interessant. Sonst würde keiner mit ihm den Beischlaf ausüben? Ist das wahr? Was? Was ist hier los? Dass andere Dirne nicht mal für Geld mit Was ihm gehen? Das? Die anderen Zubermärkte sind bieder, also weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt hat er mir leid. Die Leute mögen ihn nicht und das nur, weil sein alter Herr ein Griesgram und Gerber ist. Hey, wer ist da? Ich verstehe, er tat dir leid. Also tat er dir bloß leid? Hey, wir sind beide sowas wie die schwarzen Schafe hier. Mehr ist da nicht zwischen euch? Nein, mehr nicht. Hey, vielleicht denkt Hinek anders. Aber so ist es eben. Wer ist da? Okay. Wieso nochmal wegen des noch Geldes? Noch eine Sache wegen des Geldes. Was denn? Hey, wer ist da? Okay, krass. Mach's gut. Beende das Gespräch erstmal. Ganz ehrlich, wenn man jetzt speichern könnte, ne? Dann würde ich dem paar übers Maul hauen, Alter. Dann würde ich jetzt hier den Bogen auspacken und dem Pfeil zwischen die Rübe schießen, ey. So was Nerviges, man will sich da in Ruhe mit ihr da unterhalten und er faselt in eine Tour, Alter. Geht mir da übelst auf die Nerven, ey. Also in Endral hätte ich jetzt einmal einen kurzen Save gemacht und dann hätte ich dem Feuerball in den Arsch geschoben, ey. Also so was Bescheuertes, ey. Geht mir total auf den Pisser da, ey. Mann, Ometer, interessanten Ort. Was ist hier wieder so eine Fischerscheiße? Reusenmist? Ich bin echt angepisst jetzt von dem Affen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat extrem genervt, muss ich sagen. Also, dass er da sein Maul nicht halten konnte.
So, der Gerber. Spüre Stinker aus. Sprich mit. Finde Stinkers Vorrat in der westlichen Ecke des Hauses, hat sie gesagt. Der Gerber wohnt ja hier, ne? Ja, hier kommt man natürlich nicht vorbei. So, Westen ist doch hier. Müsste das theoretisch hier in der Ecke. Ja, ich habe die Schaufel nicht dabei. Das ist mein Pferd. Oh Mensch, das ist ja günstig. Das Inventar. Hier. Tatsächlich. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, ob der Vater uns jetzt hier erwischt. Weil er lungert hier ja auch irgendwo rum. Oha, ja tatsächlich. Ne, der Vater ist glaube ich da hinten. Setz mich mal auf meinen Gaul und tu mal so, als wenn ich hier jetzt erst gekommen bin. La 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 da da. Das ist der. Ja, hallo. Ich bin's. Wollt nur kurz was fragen. Reden, das müsste der sein. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Gerber, ja gut, der will suche deinen Fälle Sohn und so. Hab ich nicht. Eine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Hinek lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Okay, ich versuch's mal mit Hinek ist in Schwierigkeiten. Dein Sohn ist dabei, seinen Karren tief in die Scheiße zu fahren. Ich möchte ihn warnen. Nichts Neues. Er steckt ständig bis zu den Ohren in der Scheiße. Dieses Mal wird er einen Kopf kürzer gemacht. Er hat sich mit gefährlichen Leuten eingelassen. Ich muss ihn finden. Also gut. Okay, er folgt. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Hinek verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Okay. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist. Mehr nicht. Wie das? Ja, okay. Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinek hat mir nie was gesagt. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze ja. Was weiß ich schon? Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut, ich frage beim Gasthaus nach. Alles klar. Geh. Und wenn er wirklich tief in der Scheiße steckt, versuch bitte. Gibt es ein Problem? Ja, versuch ich.
hier ist doch auch noch ein Questgeber, ne? Moment. So, sorry Leute, da wurde ich leider unterbrochen. So, ich glaube, wir wollten ihn ziemlich lange unterbrochen. Also ich musste die Aufnahme jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Stunden hier unterbrechen. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Brauchst du Hilfe? Plagt dich etwas? Okay. Plagen wäre zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sasau-Leuten gehört, was mir den Schlaf raubt. Was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet. Und dass der unzerbrechlich wird. Und wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Naja, Fragen kostet nichts. Nur plapper nicht direkt was von Hexerei. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, gut. Und was Sorgen angeht, es soll nicht dein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, werde ich es dir vergelten. Ah, also gut. Machen wir. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Gut, aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Blamier dich da nicht. Oder mich. Der Ferseschmied, die nächste Quest, ey. Lebe wohl. Hammer, Leute. Spiel gespeichert. Ich muss mal reingucken. Wir müssen schon so ewig viele Quests haben. Alles ist unnormal, ey. Ich muss unbedingt Quests abarbeiten. Ich mag das gar nicht, wenn man so viele Sachen hat. Ja, genau. Wir müssen nämlich zur Schenke zurück. Das hatte ich jetzt nur mitgenommen, weil das da gleich gegenüber war. Also heute ist wieder verrückt. Also erst das mit dem Spiel, wo das abgeschmiert ist. Und dann jetzt noch diese Unterbrechung hier. Boah, ey. Kam erst, also auch wieder 100 Leute, ne? Erst auch wieder hier noch jemand und dann noch Schornsteinfeger und Post und dies und das. Ey, Alter, ey. So, das müsste der Wirt sein hier, ne? Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Mhm. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbers. Dann frag woanders. Ich hab nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da hab ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinek. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Von Wilderern zu kaufen ist ein... Ich habe keine Zeit für Ausflüchte. Hinek schuldet dir etwas? Wir fragen erstmal normal. Die Waren, die Stinker dir schuldet. Was ist damit? Was, wenn ich seine Schulden begleiche? Würdest du mir dann sagen, was ich wissen will? Ich schätze, das wäre in Ordnung. Wie viel ist es? Geil. Bevor er verschwand, habe ich ihm 5 Hasen im Voraus bezahlt. Boah. Ja, machen wir. Na schön. Wenn ich sie dir bringe, dann wirst du mir sagen, was ich wissen will. Abgemacht. Möge Gott über dich wachen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Bring dem Wirt das Hasenfleisch. Ich muss nochmal in den Questlog gucken, was wir da jetzt alles erfahren haben. Das ist wieder das geile Lied. Naja, Pferde, letzten Endes hat sich herausgestellt, dass Stinker nicht nur Geld, sondern auch einen blutverschmierten Gambeson versteckt hat. Selbstverständlich würde er damit nicht im Dorf herumstolzieren. Ich wüsste gerne, was sein Vater dazu zu sagen hat. Ey, können wir ja nicht erzählen, dass wir das da ausgeräumt haben. Okay, wir brauchen Wildfleisch. Mann,
ey. Ich muss mal die anderen Sachen jetzt hier rausnehmen. Erstmal. So, wir müssen... Habt ihr das gesehen? Der Typ da, wie der hochgeflogen ist? No way, Alter. Was? Gut, dann gehen wir mal hier in eine Wälder. Hier denn so. In der Hoffnung. Oder hier vielleicht. Mal sehen, dass wir was finden. So, toppen. Da oben fängt ja der Wald an. Mal gucken. Nur Hasenfleisch jetzt hier besorgen, ey. Ich muss das mal gucken. Ja. Oh, ist hier ein Lager? Oh, Schloss knacken leicht. Hier ist es. Geil, nix drin. Naja, dann wenigstens ein bisschen was geskillt hier. Schlussknacken angeht, hoffe ich. Kannst nicht spurten, wenn du überladen bist? Okay. Wird da noch irgendwas dabei, was ich jetzt ablegen kann? Ah ja, hier den Gambeson. Können wir bei Pebbles reinpfeffern. Hundeleder noch. Wildschweinleder. Okay, haben wir das erstmal? Dann gucke ich noch, ob wir hier noch... Ich glaube ja erstmal nicht, ne? Okay. Ja, dann versuchen wir mal hier Hasenfleisch zu ergattern. Rattaierwilder. So, hier ist ein Weg. Ah, okay. Gucken wir, ob wir hier Glück haben. Ist hier nicht auch noch... Guck mal, hier links ist auch noch was. Festgeber. Ja. Reiten wir mal in die Richtung. Fluss müssen wir noch überqueren. Irgendwas klappert hier auch. Das hin? Ja, so bummelig haut das hin. Ja, ja die. Ich hab's ja nicht so mit der Karte bisher. Mal sehen, ob wir das finden. Ah ja, okay, jetzt ist der Stern oben auch eingeblendet. Samo-Pescher-Wälder. Gut, das macht mir das denn jetzt ein bisschen einfacher dann. Kräuterkundler.
Ah, ich bin mal gespannt. Dann wird das vielleicht die Quest sein, was der Wirt uns erzählt hatte. Guten Tag. Bonhuta, ja, das ist das. Gott sei mit dir. Benötigst du etwas? Ja, wir fragen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? In der Tat. Drahomira, eine Witwe aus Ledetschko, hat mich um Hilfe gebeten. Aber zu Fuß ist der Weg lang und mein Rücken schmerzt. Ich schaffe eine solche Reise nicht. Eine Frau aus Ledetschko? Haben die denn dort kein Kräuterweib? Oh doch, aber die wollte nicht. Sie ist eine reiche Witwe, hat den Fleischerladen geerbt. Du weißt ja, wie die Leute reden, vor allem über jene, die besser dran sind als sie selbst. Mm. Weißt du etwas über Exorzismus? Exorzismus? Naja, Geister austreiben, ausräuchern, Zauber. Ja, klingt nach der richtigen Aufgabe ein für mich. Ein Fleischerladen, in dem es spukt? Genau mein Ding. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wir reden hier vom wahrhaftigen Geist eines Mannes, der keinen Frieden findet. Um ihn zu verbannen, müssen mehrere Dinge getan werden. Boah, das finde ich geil. Einem schwarzen Hahn die Kehle durchschneiden? Wie kommst du auf solchen Unsinn? Nein! Weißt du, was Ausräuchern ist? Du brauchst 10 Mohnblumen und Blumen vom Grab des Verstorbenen. Diese Dinge bringst du ins Haus, in dem es spukt, und verbrennst sie dort. Der Rauch verjagt alle ungewollten Geister. Klingt spaßig. Machen wir. Ich helfe dir. Ich das ist total kein geil. Spiel, Junge. Es ist bitter ernst. Drahomira war völlig verängstigt. Mit solchen Mächten ist nicht zu spaßen. Ja, schon das kriegen gut. Wir hin. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Alles Weitere erfährst du von Drahomira. Sie lebt in einem Haus am äußersten Rand Ledetschkos. Mach's gut. Geil, ruheloser Geist, eine Quest wieder. Haben wir Hunger? Oh ja, haben wir. Ruheloser Geist, oh, wieder eine Quest, ey. Ja, Mohnblumen und so, das haben wir alles. Lass uns handeln, Stinker. Ja, die wird uns auch nur das Übliche sagen, ne? Naja. Möge Gott mit dir sein. So, gut, dann gehen wir mal hier hoch. Gucken wir mal. Nach Hasen hier. Also dieses eine Schenkenlied, das finde ich echt richtig geil. Das höre ich total gerne. Das finde ich richtig drollig. So, Köter. Ich lob ihn mal vorher noch. Feiner Hund. Ja. So. Ich hoffe, wir finden hier Hasen. Eigentlich rennen die ja sonst immer überall rum, ne? Aber bei meinem Glück ist denn wieder nichts zu finden. Sind wir denn hier? Weil wegrennen will ich denn auch immer nicht. Aber vorher kriegen wir das ja nicht raus, wo der Typ ist. Das ist ja das Problem. Ernsthaft jetzt, dass hier keine so eine Viecher sind?
Hammer, Alter. Hammer, ey, dass hier keine Hasen sind, ey. Das ist echt ein Kracher, ey. Sonst gibt's die Viecher wie Sand am Meer und hier ist nix, ey. Das ist nicht, ey. Ich hab auch, aber auch gar... Hier. Gar kein anderes Wild gesehen. Schnapp ihn dir! So, einen haben wir. Ich will nämlich aus dem Grunde nicht weg. Jagen, neue Spezialisierungsstufe, sehr geil, lösen wir direkt ein, weil ich muss den Kram ja auch noch zurücktransportieren. Hier, Gerber, das brauchen wir doch auch noch, ne? Genau, das machen wir. Stimmt, das brauchen wir auch für irgendeine Quest. Tiere, aber das waren, glaube ich, Rehe, ne? Wildschweine brauchen wir noch für irgendeine Quest. Oh, er hat wieder was. Ja, danke. So, wieder los. Ganz fein. Hm? So ist's. Warum machst du das? So. Zwei brauchen wir, glaube ich, noch. Aber das, wie gesagt, das Problem ist immer dieses Zurücktransportieren. Das wird ja so schnell schlecht, wisst ihr? Das ist immer so ein bisschen problematisch. So, 42. Einen brauchen wir noch. Da, bring dem Gerber Hasenhaut. Ja, wie gesagt, mit dem Hund ist das echt super. Also mit dem Bogen würde ich mir jetzt übelst einen abquälen. Ich werde das auch weitestgehend versuchen, so Kämpfe und sowas aus dem Weg zu gehen. Ich will immer F5 drücken, Alter, fürs Schnellsafe. Weil das echt, also für mich, ja, für mich ist das ein bisschen schwierig und unintuitiv alles. Ach, Schirmlinge, stimmt, die sollten wir auch noch sammeln, Alter, die werden auch schlecht. Was ist denn hier passiert? Schlafen und speichern. Ja, das nehme ich gerne. Das nehme ich gerne, aber nur eine Stunde. Aber Hauptsache, das speichert. Stunde ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen hält sich das ja. Ah, da müssen wir jetzt zusehen, dass wir jetzt schnell den letzten Hasen kriegen und dann...
Meistens ist hier denn ja noch irgendwas, ne? Eine Truhe oder so oder irgendein Sack oder so, aber ich habe hier nichts gesehen, also. Hier vielleicht. Da. Auf ihn! Wo ist der Hund jetzt? Da. Ah, perfekt. So, wunderbar. So, dann werde ich in dem Falle Schnellreise machen. Weil ich keinen Bock habe, dass mir das jetzt hier vergammelt. Direkt bei der Schenke auch rausgekommen. Geil, dann geben wir das mal gleich ab hier. Gott sei mit dir. Mhm. So. Ich hätte dieses Wild anzubieten. Vortrefflich. Einige Gäste haben schon danach gefragt. Der Hammer, Alter. Ja, hier. Sieht gut aus. Also, was willst du über Hinek wissen? Ja, das Versteck, ne? Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen. Und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Ach so, okay. Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Mhm. Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Oh Gott, ich hoffe, die Sachen sind eigentlich... Aber nicht das Genick. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Dass es irgendwie eingezeichnet ist, weil... Ja, Aufgabe begonnen, bla bla und so. Hier nicht so ein Topf noch? Ah, hier. Gegenstand kochen. Ich glaube, dann hält sich das ein bisschen länger. Zumindestens. Hoffe ich das. Uff. Uff. So, wie sieht das denn mit unserer Sattheit aus? Sieh mal, was ich ganz... Ich glaube, ich müsste ihm auch mal wieder was geben. Hier, frisch gekocht. So, dann gehe ich hier doch noch mal rein. Press noch mal was. So, wir sind ein bisschen überfressen. Das kann aber nicht viel sein. Ja, genau, eins, ne? Perfekt, okay. So, die Minenschächte und so. Oh, guck mal, hier haben wir noch so viel zu entdecken. Ledetschko. Okay, die sind eingezeichnet, die drei, sehr gut. Finde die Höhle in den Hügeln bei Ledetschko. Ich glaube, so spontan würde ich zuerst dahin reiten. Und dann mal gucken. Das was wird, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich würde es nämlich dabei belassen. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.